Wir sind am Darmstädter Hauptbahnhof und heute kann wieder eine mehrtägige Tour beginnen. Es geht nach Niedersachsen für 2 Tage inklusive einer Übernachtung in Oldenburg. Gleich werden wir mit der Regionalbahn, die wird mit N-Wagen kommen, nach Frankfurt fahren. Und von dort wollten wir eigentlich weiter mit dem ICE bis nach Göttingen, aber der fällt aus und es verkehrt als Ersatzzug ein ICE. Mal schauen, mit welchem Wagen der so fährt. Und das Interessante ist, eigentlich wollten wir bis Hannover durchfahren und eigentlich auch nicht so früh. Und dafür wollten wir mal den Lokomor ausprobieren, aber nachdem der insolvent gegangen ist, mussten wir dann mit der Bahn fahren. Und da es zu dem Zeitpunkt leider keine guten Sparpreise mehr gab, können wir nur zu so einer frühen Uhrzeit fahren und auch nur bis Göttingen und ab dann bereits Nahverkehr. Aber auf jeden Fall, jetzt geht's erstmal mit N-Wagen nach Frankfurt. So, wir sind jetzt an so einem Ersatz-IC, den alten BIMZ-Wagen, also den alten Interregio-Wagen. Da der Zug den ganzen IC1 ersetzt, ist er, obwohl er sehr viele war, sehr voll. Wir konnten zum Glück noch in einem Abteil dazusetzen, dann haben wir also alle Plätze bekommen. Und jetzt geht's mit diesem Zug bis Göttingen. Also eine circa eineinhalbstündige, ein, drei viertelstündige Fahrt haben wir vor uns mit diesem Wagen. Wir sind angekommen in Göttingen und unser Zug fährt jetzt weiter noch bis nach Hamburg. Obwohl der Zug 80 km/h langsamer ist als der reguläre IC1, hat er nur 4 Minuten Verspätung gemacht von Frankfurt bis Göttingen. Aber wir haben auch immer sehr knapp gebremst. Und auf jeden Fall, jetzt sind wir in Göttingen und in ungefähr einer halben Stunde, glaube ich, fährt unser Regionalexpress nach Hannover, mit dem wir jetzt weiterfahren müssen. Hier steht unser Metronom, den wir jetzt Richtung Hannover fahren werden. Wir wissen nur noch nicht genau, ob wir nach Hannover oder nach Uelzen oder woanders hinfahren. Das besprechen wir dann im Zug. Es ist jetzt um 9 Uhr. Und dann werden wir gleich einsteigen hier mit einer Metronomgarnitur als RE2 jetzt weiter Richtung Hannover.
So, wir sind jetzt am Hannoveraner Hauptbahnhof in unseren Dostos angekommen, aber wir haben beschlossen, wir fahren mit dem Zug noch weiter bis Uelzen und kommen erst danach wieder nach Hannover zurück. Wir haben hier aber noch eine Viertelstunde Aufenthalt, bevor es weitergeht. Wir können natürlich drin sitzen bleiben, weil es ja ein durchgehender Zug ist. Wir sind angekommen am 100 Wasserbahnhof Uelzen. Hier ist unser Zug. Und hier sieht man schon mal den 100 Wasserbahnhof, den wir uns jetzt etwas genauer anschauen werden. In ungefähr einer halben Stunde fahren wir dann zurück nach Hannover. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann in Kürze Söderburg. So, jetzt geht's zurück nach Hannover mit dem Metronom. Dauert circa eine Stunde. So, wir sind angekommen in Hannover mit diesem RE2. Auf dem Nebengleis steht ein IC1 und da hinten ist auch noch eine S-Bahn. Und jetzt haben wir vor uns erstmal kurz hier am Hauptbahnhof umzuschauen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir irgendwo eine schöne Fotostelle finden. Am besten zwischen Hannover und Wunstorf, denn da kommt ja doch einiges vorbei. Und ja, das ist so der Plan jetzt für die nächsten 1-2 Stunden. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Wir sind jetzt hier in eine S2 Richtung Nienburg gestiegen, fahren jetzt also ein Stück Richtung Wunstorf raus und steigen da aus, wo wir der Meinung sind, da dürfte es gut aussehen. Das wollen wir auf dem Liniennetzplan zu zeigen. Wir fahren jetzt also vom Hauptbahnhof hier Richtung Wunstorf und schauen mal, ob wir irgendwo was Schönes sehen. So, wir sind jetzt mit der S-Bahn einmal hier nach Dedensen-Gümmer gefahren.
und schauen mal, ob wir hier was Schönes an der freien Strecke finden. Wir haben es jetzt 14:45. So, nach einem abenteuerlichen Weg durch den Wald stehen wir jetzt hier neben der Strecke zwischen Dedensen, Gümmer und Wunstorf. Hoffentlich kommt hier ein bisschen was Schönes vorbei, dass sich der Weg auch gelohnt hat. So, wir sind zurück am Bahnhof Dedensen-Gümmer und jetzt fahren wir mit der S-Bahn eine Station weiter nach Wunstorf und können dort in den Regionalexpress nach Bremen umsteigen. Da fahren wir dann hin und dann müssen wir noch weiter bis nach Oldenburg und dort ist dann eine Übernachtung in der Jugendherberge vorgesehen. Und unsere S-Bahn sollte eigentlich schon vor 3 Minuten fahren. Sie hätten wir sogar beinahe verpasst, aber zum Glück hat sie, also jetzt zum Glück, hat sie 5 Minuten Verspätung. Und kommt also auch demnächst. So, hier in Wunstorf müssen wir jetzt einmal umsteigen von der S-Bahn in den RE nach Bremen. Also vom 424 in die Doppelstockwagen und der RE, der kommt jetzt auch gleich und dann geht es weiter bis in die Hansestadt Bremen. So, wir sind angekommen am Oldenburger Hauptbahnhof. Wir haben es jetzt 7:15 und dann werden wir jetzt langsam mal zur Jugendherberge laufen. Hier steht noch unsere angekommene Westfalenbahn. Nordwestbahn. Und wir sind angekommen in unserem Zimmer in der Jugendherberge Oldenburg. Das ist hier einmal eine Jugendherberge in der Stadt. Hier blicken wir Richtung Hauptstraße. Aber sie erfüllt halt ihren Zweck als Jugendherberge und wir bleiben hier auch nur eine Nacht. Jetzt werden wir uns halt was zum Abendessen holen und dann geht er auch schon schlafen, beziehungsweise müssen ja noch planen, was wir morgen machen. Wissen wir auch noch nicht genau. Gut. So, kommen wir zur Tag 2 der Niedersachsen-Tour. Wir haben eben ausgeschickt aus der Jugendherberge, die hier ein bisschen sehr trist wirkt. Und sind jetzt hier an der Bushaltestelle. Denn das Niedersachsen-Ticket gilt hier auch in den Bussen. Und jetzt fahren wir zum Hauptbahnhof, steigen dort um in eine andere Buslinie und fahren dann bis zur Viktoriastraße. Dort können wir dann fotografieren an einer Hub- oder Klappbrücke, auf jeden Fall an einer Brücke über einen Fluss, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe, der hier durch Oldenburg fließt. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hin. Und danach wollen wir heute nach Bremen fahren und nach Norddeich-Mohle. Und danach geht es dann auch wieder nach Hause. Die Nachhausefahrt diesmal wird über Köln stattfinden. Das haben wir extra so gebucht, um zwischen Norddeich und Köln nochmal mit den BIMZ-Wagen zu fahren.
Aber wie gesagt, noch ist es kurz vor 9 und wir stehen an der Bushaltestelle und warten auf den Bus. So, wir sind jetzt hier an der Hubbrücke über die Hunte hier in Oldenburg. Das ist genau am Abzweig der beiden Strecken. Zum einen links Richtung Bremen und rechts Richtung Osnabrück. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Stadt da so als nächstes kommt. Auf jeden Fall die Strecke Richtung Osnabrück. Und hier ist die Hubbrücke über die Hunte, in der wir jetzt mal ein paar Fotos machen werden. Ich muss mich korrigieren, ich hatte ja vorhin gesagt, das wäre eine Hubbrücke, aber wie ihr eben selbst gesehen habt, ist das Ganze eine Klappbrücke. Das heißt, hier werden die beiden Teile hochgeklappt, hier mit Hilfe dieser Konstruktion, und hier klappt dann auch entsprechend die Oberleitung weg, denn die ganze Strecke hier ist halt elektrifiziert. Aber ich glaube, das Ganze ist ein stromloser Abschnitt oder zumindest teilweise stromlos. Zumindest als wir gestern mit der Regio S-Bahn durchgefahren sind, wurde der Hauptschalter des Zuges rausgemacht. Von daher vermute ich mal, dass man hier nur ohne Strom durchfahren darf. Aber für Notfälle hängt hier Oberleitung. Und hier zu sehen ist der Fluss Hunte, wegen dem es diese ganze Brücke überhaupt erst gibt. We'll be right back.
Wir sind zurück am Bahnhof Oldenburg und mit dieser RS3 geht es jetzt nach Bremen. Wir sind jetzt am Bremer Hauptbahnhof und haben jetzt hier etwas über eine Stunde Zeit, um ein bisschen Train zu spotten. Hier kommt ja auch einiges, hier fährt gerade ein IC-Dosto aus. Daneben steht ein paar Regio-S-Bahn, noch ein RE und noch ein Metronomzug. Also hier ist ein bisschen was los. In den RE1, mit dem wir jetzt nach Nordreichmole fahren werden. Die Fahrt dauert ca. 2,5 Stunden. Das heißt, wir werden jetzt Bremen verlassen. Dann wären wir jetzt angekommen in Norddeich-Mole mit diesem Regionalexpress hier und in ca. 20 Minuten fährt er von hier der nächste Zug Richtung Emden. Das ist ein Intercity, aber hier zwischen Norddeich und Bremen kann man mit Nahverkehrstickets im Intercity fahren. Das heißt, wir können dann auch mal IC-Dosto fahren und von Emden geht es dann mit dem Intercity weiter Richtung Köln. Und auf jeden Fall die 20 Minuten werden wir jetzt nutzen und mal runter ans Wasser gehen. Denn Norddeich-Mole, der Bahnhof ist ja direkt an der Nordseeküste. Das sollten wir uns dann vielleicht doch auch nochmal anschauen. Das Meer erreicht. Hier in Norddeich. Im Hintergrund sieht man eine Insel. Und hier ist die Nordsee. Wir stehen jetzt hier am Hafen von Norddeich. Hier hinten sind noch einige Fähren. Zum Beispiel nach Norderney und Jüss. Da ist man mal 5 Minuten am Strand und schon lackieren die hier unsere Dosto-Garnitur oben. Eben war sie rot, jetzt ist sie weiß. Kleiner Spaß. Der RE wurde jetzt nach Norddeich Bahnhof wegrangiert und dafür wurde hier der Intercity nach Leipzig bereitgestellt, mit dem wir jetzt bis nach Emden fahren werden. So, jetzt sind wir im IC. Im IC Dosto. Und fahren jetzt nach
Emden, während der Zug bis nach Leipzig weiterfährt. In einer Minute geht es dann auch gleich los. So, wir sind angekommen in Emden. Und hier drüben steht unser Anschlusszug bereit nach Köln. Unter anderem mit BIMZ-Wagen, in denen wir uns jetzt ein schönes Abteil suchen werden. So, wir steigen ein. Und stellen fest, wir befinden uns in schönem BIMZ-Wagen, den wir jetzt eine, ich glaube, 3,5-stündige Fahrt war es, bis Köln vor uns haben. Auf geht's! Umgestiegen. Auf geht's jetzt zur vorletzten Etappe der Tour. Jetzt geht's mit dem ICE 19. Von Brüssel kommt der. Fahren wir jetzt von Köln nach Frankfurt. Dauert ja nur eine Stunde lang Schnellfahrstrecke. Und ja, jetzt ist es kurz vor 9:30, also sind wir kurz vor 9:30 dann in Frankfurt. Für die letzte Etappe unserer Reise gibt es das Beste, was man sich eigentlich nur wünschen kann, nämlich einen Wagen von Frankfurt nach Darmstadt. Und hier drüben steht sogar noch eine Endwagen-Garnitur, die fährt nach Mannheim über Groß-Gerau und Liegstadt und unsere fährt nach Heidelberg über Darmstadt und Bensheim. Thank you.